Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 348 von Simotrans. Hier unten fährt gerade der Zug, den wir letztes Mal bearbeitet haben, aus dem Bild. Der war jetzt voll mit Klamotten, Zement und ich hätte jetzt gedacht, der hat auch Verpackungsmittel, aber da wollen wir nicht mit. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Den haben wir gemacht. Der andere ist weggefahren. Der war wohl auch da am Warten. Das heißt, wir können nach dem Intro schauen, dass wir die Liste schauen, wer denn noch so viel Minus einfährt und dann arbeiten wir da weiter, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann machen wir mal die Liste hier auf von den Zügen. Wir sind hier drinnen, gehen hier, ach, sind schon auf Gewinn. 231, jetzt weiß ich nicht, ob wir den jemals bearbeitet haben. Schrott, Software, Stahlwerk zu Stahlwerk. Doch, ich glaube, da haben wir drüber nachgedacht, da was zu ändern. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so sinnig. Der fährt ja hin und her und der hält jetzt an. Und da haben wir noch gesagt, hier, ja, das vierte Gleis ist frei, dann passt das schon. Okay, den haben wir definitiv gemacht. Dann haben wir hier den nächsten. Wo steht der? Der steht da oben, aber der steht sowieso da. Der hat Schüttgut, der wartet auf Kohle, die er verteilen darf. Da würde ich sagen, passiert auch nichts Schlimmes. Das war, glaube ich, der, den wir schon gemacht haben. Naja, der dreht da oben gleich die Schleife beim Verpackungswerk. Dann ist das erledigt. Dann haben wir hier einen, der steht dort. Der wartet wahrscheinlich auch auf volle Beladung. Die müssten wir jetzt erstmal angucken, ne? Ja, hier 100% oder so. Ne? Dann ist das auch alles geregelt. Der hat zwar jetzt Minus, aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Dann haben wir den hier, der steht daneben. Bei dem ist das gleiche wahrscheinlich in grün. Auch 100%. Da können wir auch nichts dran ändern, dass der miese, wenn einfährt. So, was haben wir hier für einen? Der fährt mit landwirtschaftlichen Gütern hoch und vielleicht mit Stückgut zurück. Ja. Und der fährt dann so knapp miese ein. Da können wir auch nichts dran ändern, wahrscheinlich. Der müsste jetzt hier oben eigentlich hinfahren, ne? Und da wartet natürlich gerade eine ICE auf Ausfahrt, ne? Das ist auch nicht so prickelnd. Okay, jetzt ist er drin. Ne, der fährt sogar raus. Warum fährt der ICE nicht raus? Was mit dem ICE da? Jetzt fährt er erst raus. Der hat auf irgendeinen anderen Zug gewartet oder was? Das ist nicht gut, was da passiert, ne? Kann man das irgendwie anders machen? Sollte man vielleicht anders machen, oder? Achso, warte mal, den hier, den müssen wir gerade nochmal gucken. Der fährt auch landwirtschaftliche Güter wieder zurück. Okay, dann ist das halt so. Hier kommt jetzt der ICE reingefahren in diesen Bahngleis. Hier kommt der langsame Zug. Den müsste man eigentlich hier irgendwie anders, diese Kreuzung müsste man umarbeiten, dass die ICE-Züge ein Gleis haben und die anderen haben ein Gleis, ne? Würde vielleicht Sinn machen. Weil der steht jetzt wieder da, will rausfahren und kann nicht, weil da gerade wieder irgendwer anders kommt. Ich glaube, wir machen in dieser Folge hier den Umbau dieser Strecke hier. Die anderen Züge, die sind ja auch relativ optimal da, ne? Wenn wir das gesehen haben, oder? So, jetzt müssen wir nur schauen, welche Züge. Ich glaube, die mittleren beiden Gleise sind die ICE-Züge, ne? Ja. Das heißt, diese Züge müssen hier anders fahren. Und wir machen nur dieses Gleis, diesen Halt für die ICE-Züge. Das bedeutet, wir müssen dieses hier Brücke machen irgendwie. Kann man das? Wir fahren da raus. Kann man hier rausfahren, dann nach links fahren und dann eine Brücke bauen? Brücke mit 210 haben wir hier, darüber. Würde gehen, ja, sehr schön. Und dann kann der hier so rum reinfahren. Da das Haltesignal und guckt dann, ob da frei ist. Würde also, nee, das Haltesignal hat er da jetzt nicht, ne?
Das bedeutet, ich würde aber Dings hier da anbinden wollen. Er kriegt hier das Haltesignal, damit er nicht im Weg steht und er braucht noch Strom. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt müssten wir hier nur Verbindung auftrennen. Okay. Der fährt da jetzt rein, das ist schon mal gut. Und hier können wir definitiv auch auftrennen, da muss er nicht mehr durch. Und hier trennen wir auch auf, muss er auch nicht durch. Und schon haben wir, der ICE fährt dann da rein. Könnte hier rumfahren. Oh, was hat er jetzt gemacht? Okay, da fehlt auf jeden Fall noch ein Signal zum Rausfahren. Und das müsste wahrscheinlich auch so ein Richtungssignal freie Fahrt. Zwei Blocksignal, ne? Ich glaube, so ist es richtig, oder? Er fährt jetzt da rein. Wow. Er fährt nach da weg. Ich glaube, wir können das hier auch noch auftrennen. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Wenn er gleich raus ist, ne? Sonst muss er, wer weiß, wo lang fahren. Ja, ich glaube, das ist schon richtig so. Wenn der weg ist, machen wir das. So, jetzt ist vorbei mit Stören beim ICE, oder? Er fährt jetzt da rein. Hat hier das Haltsignal. Die können auch nach da wegfahren. Ich glaube, das müsste so passend jetzt sein. Die Brückenpfeiler da mitten auf dem Bahnhof sind natürlich auch geil. So, machen wir gerade schnell. Nee, nicht Stopp, schneller. Da kommt ein ICE. Der fährt auch nicht ganz da rein, oder? Hä? Wo ist da das Problem? Irgendwo ist. Ach, hier ist ein Signal in irgendeiner Form. Warte mal, das kann auf jeden Fall jetzt weg, oder? Was macht er hier jetzt? Pass auf, jetzt fährt er da rein. Der hält nur bis dahin an. Warum fährt er nicht bis hinten hindurch? Ich klaue das Signal da mal raus. Bin mir nicht sicher, ob das richtig war, dieses Signal, und wie das da überhaupt hingekommen ist. Das ist jetzt unser ICE, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum der an der Stelle steht, aber steigen auch, glaube gerade eben sind auch Leute eingestiegen, oder? Ja, sehr interessant. Der hat auf jeden Fall Wartezeit, ne? Wenn er nicht halb voll ist, glaube. So, jetzt fährt er wieder. 620 hat er jetzt auch drin. Oh, wer war das? Wo kommt der weg? Okay, dieses Ausweichsignal hier macht keinen Sinn, weil er dann jetzt, wer weiß, wo lang fährt. Gibt es überhaupt einen Weg dahin? Ja, hier wird er wahrscheinlich rumfahren dann. Okay, das macht dann keinen Sinn mit dem Ausweichsignal bei dem Bahnhof. Ja, da müssen wir dann daran arbeiten, weil der fährt ja jetzt ganz schwierig da durch die Gegend, ne?
Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier der Fahrplan, die Halt, ja. Das ist jetzt, der Halt ist hier richtig gesetzt, ja, passt. Jetzt fährt der aber auch da oben lang. Jetzt fährt der da rein, weil da einer drinne stand, oder was? Jetzt wird's kompliziert. Tja. Jetzt kommt da schon der zweite reingefahren und jetzt ist kein Platz mehr. Was macht er jetzt? Wartet. Weil er hier rein will. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Flirt hat wo den Halt? Da zum Glück. Rein theoretisch braucht dann hier kein Auswahlsignal stehen. Wo hat er das Signal? Halt. Wo hält der an? Fahrplan. Da. Auch da, das passt. Eben habe ich doch den Intercity hier oben langfahren sehen, oder? Vertue ich mich. Dann ist der hier rüber gefahren. Warum? Mach das weg. Dann kann der da nicht mehr rüberfahren, ne? Nö, ich glaube, jetzt gibt es keine Verbindung zu dem Gleis. Warum der jetzt wieder hier so mittendrin steht, weiß keiner. Jetzt ist hier das Chaos hoch 10, weil die jetzt warten auf Abfahrt auf Beladung. Oh, wie kann der denn jetzt darüber? Oh, jetzt findet er keinen Weg mehr, denke ich mal. Jetzt findet er keinen Weg mehr, sagt er gleich, wenn er losfahren will. Wetten? Muss ich gerade so machen. Ich werde dieses Signal aber, jetzt fährt er zum Glück weg. Und dann muss ich gleich das Signal hier auch wegschmeißen, den Weg hier wegschmeißen. Der fährt nämlich da jetzt lang. Und wenn der jetzt weg ist, sollte das jetzt begraben sein, dass der darüber fahren kann, oder? So, und jetzt müssen wir hier. Ne, das war verkehrt. Müssen wir hier dieses Signal einfach entfernen. Und normales da erstmal hinstellen. Das passt jetzt. Und hier muss auch nur ein normales Signal hin. Und das andere kommt weg. Aber hier muss ein Zweigleissignal hin, so ein Vorsignal hin. Der muss ich zwei, damit er hier nicht drin steht, ne? So. Und jetzt darf der auch da reinfahren erstmal. Ich hoffe, das ist jetzt das, was ich haben wollte. Bin mir nicht sicher. Der fährt auf jeden Fall da rein. Schauen wir mal. Schneller. Fährt raus. Passt. Nochmal schneller. Kommt der. Fährt rein. Fährt da lang. Es passt. Ja, ist ein Zweigleissignal. Zwei Abschnitte macht er da grün. Das passt schon. So, der fährt da rein. Warum er hier hält, bin ich mir überhaupt noch nicht so schlüssig, warum das so ist. Ich weiß es noch nicht. Das müssen wir noch rausfinden. Aber ich glaube, das andere ist jetzt erstmal alles richtig, ne? Ja, der hat jetzt gerade auch beim Vorsignal angehalten und gewartet, bis die ganze Strecke frei ist, oder? Da kommt er jetzt, aber er hat gerade freie Fahrt, kann durchfahren, ne? Oder? Ja, kann er. Jetzt läuft erstmal alles. Da kommt er wieder. Jetzt ist der Bahnhof besetzt. Jetzt fährt er da nicht rein. Jetzt bleibt er da stehen. Genauso soll es sein, sonst blockiert er uns was. Funktioniert dieses Signal, ne? So, jetzt müsst ihr beide grün kriegen, oder?
Oder es kommt noch einer von hier? Ne, kommt keiner von da. Gut. Das hat soweit funktioniert. Ich weiß nur noch nicht, warum der ICE hier vorne wartet. Keine Ahnung, aber ich glaube, er lädt auch. Dann ist alles gut, ne, oder? Ich würde aber sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.